Ja, Printdata stellt ja hier auf dem ePrint-Forum den Online-Printshop vor. Und hier geht es natürlich dann in erster Linie darum, was gibt es Neues beim Online-Printshop, also unserer Weblösung für grafische Dienstleister und Druckereien. Und hier haben wir vor allen Dingen im ePrint-Forum zwei Dinge vorzustellen. Zum einen die Möglichkeit, einen neuen Editor einzusetzen. Ein Editor, der sich bewegt zwischen unserer normalen Formularedition, dass man eben über Masken seine Templates editieren kann. Auf der anderen Seite haben wir einen sehr, sehr flexiblen und freien Editor, unseren Flash-Editor, und wir haben jetzt ein neues Produkt, was so quasi dazwischen liegt, indem man sehr gesteuert über Templates aber direkt im Design editieren kann. Das ist eine ganz neue Applikation, die wir hier auf dem ePrint-Forum vorstellen. Der zweite Bereich ist eigentlich mehr eine marketingtechnische Sache, die wir hier auf dem ePrint-Forum als Neuheit vorstellen. Wir versuchen, und das passt auch zum Thema ePrint-Portal, wir haben unsere Workflows zusammengestellt in ein Portal, sodass heute Druckereien in der Lage sind, ihre Leistungen über ein Portal ihren Stammkunden anzubieten. Das heißt also, was bisher möglich war, dass man einem Stammkunden einen gebrandeten Shop angeboten hat, dass zum Beispiel eine Sparkasse einen Login hatte in Rot-Weiß und in Rot-Weiß einen Header und der Shop dadurch eben sehr individualisiert war. Mit dem neuen Portal drehen wir das Ganze um. Die Druckerei soll ihre Leistungen unter ihrem eigenen Namen ihren Stammkunden anbieten und die unterschiedlichen Leistungen werden dann abhängig vom Login und von den Rechten, die der jeweilige Kunden hat, dann dargestellt. Und so sind wir in der Lage, unterschiedlichste Produkte, es kann sein, dass man eben Web-Submission, Kalkulationen, Uploads zur Verfügung stellt, aber auch dem Kunden Möglichkeiten zur Online-Edition, man kann dem Kunden Mailings zur Verfügung stellen, man kann dem Kunden einen Workflow zur Verfügung stellen, dass er einfach Lagerprodukte abruft und all diese Themen werden in einem Portal zusammengefasst, sodass die Druckerei hier die Möglichkeit hat, ihren Kunden komplett das gesamte Leistungsportfolio in einem Portal vorzustellen. Ja, auf jeden Fall deshalb, weil die Kunden und die Kongressteilnehmer, die hier anwesend sind, sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen, weil sie keine Anfänger im normalen Falle sind, sondern sie sind schon einen Schritt weiter. Sie haben sich schon entschieden, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und dadurch sind natürlich die Kontakte und die Ansprechpartner für uns die ideale Basis, um hier ein Netzwerk zu schaffen, um mit den Kunden in Kontakt zu kommen und natürlich, um auch neue Kunden zu gewinnen.